Hallo zusammen, es ist März 2022. Jetzt geht es um das Thema Geländewagen. Einstieg in das Thema Rostschutz für Geländewagen. Geländewagen, das wissen viele gar nicht, sind eigentlich Nutzfahrzeuge. So wurden sie zumindest meist konzipiert. Also gebaut für harte Einsätze und viele Kilometer, aber eben nicht gebaut für die Ewigkeit. Das ist nämlich eine ganz andere Anforderung. Wenn man sich überlegt, welchen Rostschutz möchte man nehmen für seinen Geländewagen, muss man wirklich darüber nachdenken, wie der Wagen eingesetzt wird. Wenn man in die Wüste fahren möchte, dann braucht man also ein Produkt, das Hitze aushalten kann und nicht sofort wieder rausläuft. Wenn man viel im Winter unterwegs ist mit Salz, braucht man ganz anderen Korrosionsschutz als zum Beispiel nur in warmen Gegenden. Am Unterboden ist es so, dass es wirklich schwierig einen Geländewagen hier richtig zu schützen. Man muss wirklich sehr ausgiebig mit den Kunden darüber reden, was sie machen wollen, weil Schotterpisten in Island, das ist eine andere Belastung als in Marokko über Sandpisten zu fahren. Ne? Eine ganz schwere Herausforderung ist es, alte, verschmutzte, verdreckte und verrostete Geländewagen zu schützen, weil zum einen das, was man auftragen möchte, nicht richtig haftet manchmal, und dann ist es auch so, dass sich die Sachen manchmal gar nicht vertragen. Wenn der Wagen erstmal mit Fett behandelt worden ist, dann muss man auch eigentlich mit Fett oder wachsigen Produkten weitermachen. Man kann zum Beispiel ganz schlecht lackieren. Also Geländewagen, das ist ein wirklich schwieriges Thema, und wirklich wichtig für Sie als Kunden ist es, dass Sie uns in der Werkstatt halt sagen, was Sie mit dem Auto vorhaben. Man muss sich den Wagen besonders von unten gut angucken, weil oft ist da so viel Dreck und so viel Rost, dann wird es wirklich schwierig. Was ich oft noch höre von Kunden ist, dass sie mit dem Auto durch Flüsse fahren, durch Schlamm fahren, und das sehe ich dann auch, wenn ich mit dem Endoskop mir den Rahmen anschaue, sehr viel Dreck im Hohlraum vom Rahmen, und das verdichtet sich dann, wird immer fester und fester, und dann kommt man mit dem Korrosionsschutz gar nicht mehr so richtig an den Stahl ran. Man muss also bei den meisten Geländewagen, die richtig eingesetzt werden, erstmal eine Rahmenspülung machen und eine extrem gründliche Reinigung von unten.